Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Und falls Sie es noch nicht gewusst haben, in der Komödie im Bayerischen Hof, da spielt jetzt seit ein paar Tagen das Stück Wahrheit, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und ich habe das Glück, dass heute, das ist nämlich ein Zwei-Personen-Stück, dass heute diese beiden Protagonisten des Stückes hier bei uns in der Sendung sind. Und da begrüße ich natürlich als erstes Alexandra von Schwerin, um auch noch einmal kurz zu sagen, was Sie so gemacht haben, was Sie so tun. Parallel zu Ihren Theaterengagements, und das finde ich interessant, haben Sie auch eine Dozententätigkeit. Sie unterrichten Schauspieler, da müssen wir nachher auch noch mal drüber reden. Arbeiten seit Jahren für Film und Fernsehen und spielen in verschiedenen Spielfilmen und Serien mit. Um eine der bekanntesten zu nennen, ist der Tatort. Und dann begrüße ich Mathieu Carrière. Sie haben Ihre Karriere mit 14 Jahren gestartet, avancierten in Frankreich zum vielbeschäftigten Filmstar. Bevor er Ende der 70er Jahre sind Sie eben auch in Deutschland sehr bekannt geworden und haben unzählige Kino- und Fernseh- und Filmproduktionen gemacht. Willkommen Sie beide. Jetzt mal zu diesem Stück im Bayerischen Hof. Wenn Sie uns mal kurz erzählen würden, worum es da geht. Aber nicht alles. Nein, aber nur mal so. Nicht das Ende. Nicht das Ende, aber... Ja, das ist eine Beziehungskiste. Serge und Marianne, Serge und Marianne sind 20 Jahre, 30 Jahre, du sagst immer 30 Jahre, eigentlich 20 Jahre vom Stück her, verheiratet. Der Sohn ist ausgezogen. Und Marianne hat einen Autounfall und der Fahrer des Autos, in das sie reingefahren ist, hat einen Nachnamen, der ihr bekannt ist aus der Geschichte von Serge. Der lebte nämlich in meinem Haus und auf demselben Flur lebte eine Frau, die diesen Nachnamen hat. Und Sophie Marianne, Kleffer. Sophie Kleffer, genau. Und Marianne hat ihm damals schon eine Geschichte, eine Affäre mit dieser Frau unterstellt, während die beiden entweder kurz davor oder während sie schon zusammen waren. Und sie wühlt und gräbt so ein bisschen in dieser Geschichte rum. Und da kommen so manche Dinge zutage. Genau. Um mal so im so eine typische Geschichte für ein Paar, wo das Kind ausgezogen ist und die sich langweilen so ein bisschen. Um im Klischee zu bleiben, ist das so, was man oft bei Frauen auch erlebt? Ist das so eine bestimmte weibliche Begebenheit? Oder würden Sie sagen, dass dieses Verhalten auch durchaus Männern passieren kann? Das kann natürlich auch Männern passieren. Also ich finde schon, man muss es auch im Französischen, es ist ja auch angesiedelt, das Stück, geschrieben auch. Und so ist es auch ein bisschen so. Es ist auch sehr bürgerlich französisch. Die Frau hat keinen Beruf, hatte auch keinen Beruf. Wird nichts erzählt über den Beruf. Die hat sich um das Kind gekümmert. Das Kind ist weg, der Mann ist arbeiten gegangen. Also genau, das ist der Befreiungsschlag einer Frau, die sich da emanzipiert, genau. Es ist ja eine spannende Geschichte. Also wir haben uns ja mal zusammen die Bühne angeguckt. Da stehen zwei weiße Sessel und sonst gar nichts. Ist das hilfreich? Ich finde diesen Minimalismus sehr spannend, weil es geht in diesem Stück wirklich um ein Ping-Pong-Spiel zu zweit, was 90 Minuten dauert. Da darf der Ball nicht ins Netz. Ohne Alexandra existiert auch Serge nicht und umgekehrt. Man ist vom Partner abhängig und da gibt es nichts anderes als die Beziehung zwischen den beiden und wie sie sich entwickelt. Und das ist eine hohe Herausforderung. Es ist ein Ritt über den Bodensee, von dem du ja kommst. Und ich muss sagen, die Alexandra ist halt jedes Mal, wir haben das jetzt schon, glaube ich, 30 Mal gespielt, jedes Mal ist es so, als ob sie zwei Fingern eine Steckdose tut und dann mit dem Stromschlag auf die Bühne springt und führt. Letzten Endes ist es eine großartige Frauenrolle. Und der Mann, ja, der Mann ist ein phlegmatischer, ich hätte fast eine Pointe verraten, der fühlt sich sehr wohl, wenn seine Frau dahin kommt und ihre Geschichten erzählt, die erlebt nichts. Ja? Und die kleinste Sache wird eben zu einem Feuilleton oder zu einem Roman, den sie erzählt. Und er guckt ihr gerne zu. Eigentlich funktioniert die Ehe sehr gut, bis sie diese Pandora-Büchse aufmacht. Wie funktioniert denn die Beziehung zwischen den beiden Schauspielern? Jetzt mal vom Stück abgesehen. Also wenn man so oft das miteinander gespielt hat, geht man sich dann nicht auch irgendwo auf die Nerven?
Nee, auf die Nerven gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir liegen uns am Anfang auf die Nerven. Ja, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir uns Jahrzehnte kennen, unser Leben lang schon, weil wir so Tournee schon zusammen gemacht haben und jeden Abend zusammen da stehen. Und wir kritisieren uns auch mittlerweile ganz schön hart, aber das ist auch gut so. Jeden Abend sagen wir, was war am Tag davor, was könnte besser laufen. Und da stecken wir auch gut weg. Das geht ja eigentlich nicht, dass man sich unter Kollegen kritisiert. Das ist ja so ein Tabu. Es ist sehr schwierig. Das verletzt natürlich sehr, aber das geht bei uns mittlerweile total gut. Und das macht auch Sinn, weil wir keinen Regieassistenten haben, oder Assistentin, die abends guckt. Keine Soufflöse, wir müssen das alles alleine machen. Jeden Abend anders ist. Und wir lernen das Stück auch eigentlich jetzt immer wieder neu kennen. Auch nach diesen 30 Vorstellungen. Das ist erstaunlich. Dieser Text hat seine Untiefen. Und plötzlich merken wir an einem Abend, wow, hier steckt ja noch viel mehr drin, als wir glaubten. Ich habe mal, wo wir das Wort Kritik gerade angesprochen haben, von Schwerin überzeugt in der Rolle der hartnäckigen Ehefrau, während Karriere humorvoll den Schuft mimt. Eine rasante Tragödie, Tragikkomödie, so ist es. Ja, Tragikkomödie. Die beweist, dass es manchmal nur zwei Darsteller braucht, um erstklassig zu unterhalten. Das ist jetzt eine super Kritik. Inwieweit ist Kritik für, wir wollten uns ja duzen, für dich wichtig? Und guckst du dir das an oder ignorierst du Kritik? Wie gehst du damit um? Ignorieren tue ich sie nicht. Ich lese eigentlich nur die guten Kritiken. Die schlechten, wenn ich das weiß, die ziehe ich mir nicht rein, weil das macht keinen Sinn. Das ist schon, kann auch sehr zerstörerisch sein für die Kreativität dann auf der Bühne. Es kann einen wirklich hemmen, schlechte Kritik. Also ich habe das auch schon erlebt in meinem Leben, dass einen das wirklich aus der Bahn wirft. Bei großen Stücken, bei Klassikern oder so. Also, aber hier haben wir irgendwie ja nur gute Kritik gekriegt, zum Glück. Und, aber du weißt ja gar nicht, ob das eine gute oder schlechte Kritik ist. Das weiß man wahrscheinlich immer erst in der Mitte der Kritik oder am Ende. Ja, man kriegt es ja so mit. Ich kaufe mir jetzt nicht die Zeitung am nächsten Tag und lese sie, sondern ich gehe ins Theater und dann kriegt man das schon mit. Dann liegen die da aus und das hat man schon schnell raus. Ja. Ja, man kann nicht sagen, wir haben Glück gehabt. Aber wir haben Glück gehabt miteinander, finde ich, und mit dem Stück und mit dem Regisseur. Und was dann im Theater passiert, das ist, wie gesagt, ein Geheimnis. Und manchmal haben wir wenig Leute drin, die lachen sich schief. Manchmal ist das Theater voll und die Reaktionen sind minimal. Also es ist gerade bei diesem Stück und gerade weil wir nur zwei Personen sind, ist das jedes Mal, als ob die Karten neu verteilt werden. Den Eindruck habe ich jedenfalls. Ja, die Leute sind auch irritiert natürlich von dem Stoff. Die denken, es ist eine Komödie, aber es ist eben eine Tragikomödie. Es ist so alles drin. Und mit dem Thema Eifersucht so heftig konfrontiert zu werden wie in diesem Stück, das ist schon nicht für jeden so einfach. Man denkt, man kommt da rein und kann lachen und dann ist es gar nicht so unbedingt zum Lachen, sondern man erkennt sich selber wieder, man erkennt den Partner, man erkennt seine Beziehung. Das kennt ja jeder, so Situationen irgendwie. Da geht es ja um einen Fehltritt von vor, weiß ich nicht, 25 Jahren oder sowas. Ne? 30 Jahre. Ja, schön wäre es, wenn es nur das wäre. Ja, also damit geht's los. Ja, aber genau. Ja. Ja. Nee, aber wie gehst denn du mit Kritiken um? Ich meine, du hast in deinem Leben ja auch alle Facetten lesen können. Ja, ich bin immer sehr amüsiert. Ich interessiere mich dann für die Person, die es geschrieben hat. Also ich möchte dann wissen, wer das ist. Und würde eigentlich gerne mit denen ins Gespräch kommen. Aber es kommt nun auch auf das an, was man macht. Also wenn man schlechte Dinge macht, ja, dann muss man Kritik ertragen. Das gehört dazu. Aber wenn man Dinge macht, an denen das Herz hängt, dann trifft natürlich die Kritik einen schärfer. Aber du versuchst ja immer gut zu sein, oder? Jeder Abend, man ist nur so gut oder man ist nur so gut wie der Abend, den man gerade spielt. Das ist wirklich das Schöne an dem Beruf und auch das Riskante. Man darf sich keinen Augenblick ausruhen auf irgendwas. Weder auf den Partner, den muss man auch jedes Mal neu entdecken. Der Regisseur sagte immer, ihr müsst euch auch bei der 50. Vorstellung noch als Menschen, also als Alexandra und Mathieu, bei jedem Satz überraschen. Dass wir jedes Mal, der ist nun ein sehr, sehr begabter Lügner und sie ist eine sehr begabte Detektivin. Ja. Und
Es geht da um die Spannung, die hergestellt wird. Und das macht Spaß. Da sind mir die Kritiken dann auch egal. Letzten Endes egal. Hast du denn so ein Fazit, was du ziehst nach diesem Stück für dich selber? Also inhaltlich, weil du spielst ja nun immer diese nachforschende Ehefrau. Die kannst du es ruhig sagen. Im ersten Akt sagen die meisten Männer, um Gottes Willen, diese Zicke. Ist ja unerträglich. Ja, ja, ich höre auch manchmal aus dem Publikum, ja, jetzt fängt die schon wieder an oder sowas. Also ein Fazit für mich persönlich jetzt nicht, weil ich habe im Leben ein ganz anderes Leben. Ich habe damit wenig zu tun, mit Eifersucht und mit den Themen in meinem Leben. Aber ich möchte schon dem Publikum oder den Frauen im Publikum was vermitteln, ja, mit der Interpretation der Figur, die ich da habe und die aber auch Assusto geschrieben hat in die Richtung. Das ist ja schon ein Befreiungsschlag und es geht um Freiheit und es geht um Kämpfen, um selbstständig werden, um Kraft zu gewinnen und kräftig zu werden am Ende des Stückes. Und das gefällt mir schon sehr gut. Das ist eine große Dimension. Ich habe das auch als Komödie zugeschickt gekriegt und sehe da weitaus mehr drin als nur eine einfache Komödie. Das ist eine ganz komplexe, tolle Figur. Genau. Ja. So ein bisschen Women's Lip. Nee, es ist ganz anders. Also ich fühle mich da, ich will jetzt nicht irgendwie große Namen nennen, aber ich fühle mich wirklich an Schiller-Figuren erinnert immer wieder, von dem ich so viel gelernt habe, ob das Luise in Kabale und Liebe war oder Maria Stuart oder die Elisabeth in Don Carlos. Frauenfiguren, die sich befreien, die kämpfen, die für ihre Freiheit, für Emanzipation auch eben kämpfen. Und das hat diese Figur auch. Die hat eine ganz große Tiefe und eine ganz große Kraft. Und die hat man auch auf der Bühne. Man spürt es, dass diese Figur, das ist nicht nur so Geplänkel. Also das habe ich auch schon gespielt ganz oft im Leben. Aber da habe ich wirklich was zu erzählen. Ich stehe da und kann wirklich was erzählen, kann das Leben von einer Frau erzählen. Das ist mir wichtig. Dass diese Figur sich auch entwickelt. Mhm. Alexander, wir hatten beide am Anfang Schwierigkeiten, die Psychologie rauszunehmen. Ja? Wir dachten immer, die Figur, wie ist die? Es geht hier sehr viel um Technik. Am Anfang, im ersten Akt, ist sie eine törichte, zickige, naive, bisschen dümmliche Betriebsnudel. Im zweiten Akt kommt es dann zum Boxkampf. Und im dritten Akt will ich nichts sagen. Also die Entwicklung dieser Figur, die auch vom Autor natürlich so gewollt ist, ist schon großartig, weil man eben alle drei Facetten spielen können muss. Ich meine, du spielst ja auch klassisches Theater. Und wie ist das jetzt für dich, vom klassischen Theater in die Komödie zu gehen? Naiv gefragt, für manche ist das ein Abstieg. Wie gehst du mit sowas um? Ich habe noch nie für Privattheater gespielt, das stimmt. Aber das ist kein Abstieg, kommt ja immer auf das Stück drauf an. Also ich würde jetzt nicht jedes Stück spielen an Boulevardtheatern oder Privattheatern. Würde ich aber an Staatstheatern, muss ich es dann, wenn ich fest im Ensemble bin. Aber da ist natürlich schon nochmal ein anderes Gefälle an so Privattheatern. Ich würde nicht jedes Stück da machen, wirklich nicht. Ich würde es erst lesen und gucke mir das an, ob ich da was anfangen kann mit dem Stück und mit der Figur. Und dann entscheide ich. Und insofern, das ist ein Paket, ein rundes Paket, hinter dem ich stehe. Und da fühle ich mich auch wohl. Auch mit dem Publikum in dem Privattheater. Und die Komödie im Bayerischen Hof ist so ein wunderschöner Raum, so ein wunderschönes Theater. Das macht so Spaß, da zu spielen. Hast du schon mal vorher mit Mathieu was zusammen gemacht? Nein, wir kannten uns nicht. Nein. Aber du kanntest ja nun, also wenn man dann seine Vita googelt, dann liest man ja so einiges, auch sehr kontroverse Geschichten. Hat dich das irgendwie beeinflusst? Nee, ich kannte natürlich auch die Geschichten Mathieu am Kreuz, Mathieu in tollen Filmen. Es hat mich interessiert. Wir sind in derselben Agentur und ich habe natürlich meinen Agenten oder unseren Agenten auch zu Mathieu befragt und er hat so von ihm geschwärmt. Mhm. Ich habe das irgendwie als große Chance gesehen und das ist es letztendlich auch bis heute noch. Es ist sehr toll, das Zusammenspielen. Dschungelcamp ist ja auch so ein Schlagwort. Habe ich nicht gesehen, war mir irgendwie jetzt gar, hat mich nicht interessiert, war mir kein Begriff. Also genau.
Das ist ja eigentlich, merkst du, dass da erst mal so ein Ressentiment eventuell bei neuen Kollegen entsteht, wenn sie mit dir das erste Mal zusammenarbeiten? Bei Kollegen überhaupt nicht. Also, das wäre noch schöner. Du stehst zusammen nackt auf der Bühne. Egal, was du vorher gemacht hast oder was du machen wirst. Mhm. Und dazu gehört ein Minimalrespekt, wenn man die Arbeit miteinander beginnt. Wir hatten großes Glück mit Alexandra, weil sie hat schon mal mit dem Regisseur gearbeitet, vor 27 Jahren. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann hat der sie vorgeschlagen. Das hat uns aus einer ziemlich schwierigen Situation geholt. Und heute kann ich sagen, ich kann nur danke Jean-Claude. Ich finde auch das interessant, also du hast ja eine richtige Schauspielausbildung gemacht, nicht? An der Akademie der Künste, nee, wo war das in Berlin? Nee, doch, Hochschule der Künste. Universität der Künste, ja. Genau. Ja. Und du bist ja jemand, der mit 14... 13, oder 13. 13 ich habe nie gelernt, nein. Es nie gelernt hat, nicht? Und jetzt kommen also so zwei Schauspieler zueinander. Merkt man da, dass der eine das sozusagen aus dem Bauch raus sozusagen spielt und du hast es sozusagen auch erlernt ist und dass man dann vielleicht... Also ich habe das gemerkt. Ich meine, ich bin nur 15 Jahre älter als sie. Deswegen war ich schon platt, ja, als sie dann ankam und mit einer Geschwindigkeit und mit einer Virtuosität alles umsetzen konnte, was der Regisseur wollte. Ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt. Und bin aber jetzt natürlich stolz, weil ich eigentlich ein sehr guter Ping-Pong-Spieler bin und das Gefühl habe, dass ich da mithalten konnte. Ja, genau. Man hat halt mehr ein Handwerk, was man da lernt auf einer Schauspielschule, wie man Gefühle abruft, wie man Brüche spielt, wie man sich das einteilt. Und Mathieu kommt natürlich viel mehr über seine Persönlichkeit. Ich brauche immer den Schutz der Figur. Stimmt. Richtig. Ganz das stark. Ich finde mich selber zu wenig auf der Bühne. Das ist zu wenig. Ich bin froh, wenn ich die Figur habe, weil nur die schützt mich und die gibt mir die ganze Freiheit zu spielen. Und Mathieu fühlt sich sehr stark über sich als Persönlichkeit, so wie er ist, wie er spricht, wie er denkt und fühlt. Und das sind zwei verschiedene Herangehenswegeweisen. Gut ausgedrückt, das war mir gar nicht so klar. Das stimmt. Der Jean-Claude hat mir mal gesagt, dass ich meistens bin, was ich spiele. Ich kann mich nicht verändern oder wenig verändern. Mhm. Während dein Beruf ist die Veränderung. Mhm. Es gibt ja auch bei Schauspielern, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen erklären, so die einen, die sagen, ich bewege mich auf die Figur hin und dann gibt es die sagen, ich hole die Figur an mich heran. Sagt dir das was? Ist es... Ja, ich würde das eher so beschreiben, also entweder man geht über das Denken der Figur, wie denkt die, oder man geht über das Gefühl, was ist als erstes da, gucke ich erstmal, wie fühlt die oder wie denkt die. Mhm. Und ich denke, das Denken ist immer ganz wichtig, so die Situation zu denken, die Geschichte zu denken, die ganz oft zu lesen, dass man weiß, was da drin passiert. Und da war Mathieu natürlich sehr, sehr gut. Das ist schon echt auch, der das Stück wahnsinnig oft gelesen hatte und mir da so ein bisschen auf die Sprünge half manchmal, weil ich da ein bisschen faul war vielleicht sogar. Da hast du mir sehr geholfen. Über das Denken und dann kommt auch das Fühlen sowieso. Das kommt irgendwie nach, wenn man sich so in die Situation begibt, quasi einer Fantasie. Ja, am Anfang war es halt so, dass sie die Dinge besser machen konnte. Und ich verstand sie anders oder besser. Ja. Ich konnte es aber nicht umsetzen. Weil das ist ja nicht unkompliziert. Ja. Die Geschichte ist nicht unkompliziert. Man muss so viele Geschichten mitdenken, die schon vor Jahren waren und die dann mit reinkommen. Und erstmal, wenn man probt, denkt man dann immer nur eine Sache. Und wie Peter Stein, der große Regisseur, auch mal sagte, man muss mindestens 7 Dinge gleichzeitig denken können als Schauspieler. Das ist jetzt die 7, ist natürlich nur so. Aber das ist schon, man muss viele Dinge und irgendwann, je öfter man das spielt, das Stück, desto mehr ist man in der Geschichte drin und denkt sie alle gleichzeitig und dann fühlt man sich so wohl. Auf einmal denkt man, man ist so drin in der Figur und in der Geschichte und dann ist es so ein Schutz und dann ist man auf der Bühne und dann kann man sich so da reinschmeißen, reinbegeben. Dann macht es richtig Spaß. Sie hat die Alexandra zur Marianne gemacht. Und ich habe den Serge zu Mathieu gemacht. Also, das stimmt aber, was ja. Du vorher sagtest.
Aber da, darf man das? Darf man? Man darf alles. Muss die Figur nicht? Auf der Bühne darf man alles. Ja, es darf einem auch nichts peinlich sein, ne? Also, richtig. Peinlich? Ja, weiß ich nicht. Also, nee, das darf einem nichts peinlich sein auf der Bühne. Man macht alles. Also Tabus sind da. Wieso auch? Das ist ja die Freiheit, der Schutz der Figur, dass man alles ausleben darf, was man im Leben nicht unbedingt ausleben darf. Ja. Das ist ja auch recht reinigend, wenn man so eine Vorstellung spielt und diese ganzen Gefühlswelten mal durchlebt. Nach anderthalb Stunden geht man da raus. Und es ist wie Marathonlaufen, also ein Sport, den man. Ja, das ist super. Aber gerade bei der Komödie, die eben zum großen Teil aus Technik besteht. Aber so wie du es eben beschrieben hast, kann es dann nicht sein, dass dann die Kritik kommt, alle Figuren, die du spielst, sind Mathieu Carrière? So blöd bin ich nun auch nicht. Ja, ich meine, ich kann mich schon verändern. Das habe ich. In so vielen Männerfiguren dieser, der Weltliteratur steckt Mathieu Carrière. Da sind sehr viele Archetypen drin, er hat in gewissen Teilen recht. In Deutschland spiele ich immer die Psychopathen, in Frankreich die jugendlichen Liebhaber und in Italien die Maharajas. Also das bin ich jetzt deswegen auch froh, dass ich endlich mal die Leute zum Lachen und nicht zur Verzweiflung bringen kann. Hat man Sie so Typ gecastet oder hast du das Gefühl, dass es ein breites Spektrum ist, was du da abspielen kannst als Schauspielerin? Ja, also gerade so ein Zwei-Personen-Stück hängt natürlich sehr von der Besetzung ab. Wer hier eine ganz andere Frau will spielen, wäre das Stück auch ein ganz anderes. Ja. Ganz anderes oder ein anderer Mann, völlig anderes Stück. Mhm. Nee, in dem Fall hat der Regisseur sich jetzt mal, weil er mich kannte, auf das verlassen, was er an mir kannte und war sich wohl sicher, dass es passt zu der Figur. Wenn wir gleich zurückkommen, dann wollen wir uns darüber unterhalten, wie das denn so ist, ein Schauspielerleben. Weil man ist ja doch die ganze Zeit unterwegs und dann gibt es Strecken, wo man mal länger zu Hause ist. Und wie kann man das mit der eigenen Lebenswelt, mit der eigenen Familie alles unter einen Hut bringen? Wenn wir gleich zurückkommen. Mit Alexandra von Schwerin und Mathieu Carrière unterhalte ich mich in erster Linie natürlich über das Stück in der Komödie Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber darüber hinaus interessiert mich natürlich auch, wie man das hinkriegt mit seinem Leben. Wenn also du spielst ja Theater, bist im Film und dann musst du ja unterwegs sein. Und das Privatleben, die Familie, wie kriegt man das unter einen Hut, dass das funktioniert? Also mein Sohn ist ja mittlerweile 20, der braucht mich jetzt nicht mehr und mein Mann, der ist auch viel unterwegs. Ich finde das ja gut, ich bin so gerne unterwegs. Ich bin auch gerne zu Hause, aber eigentlich bin ich lieber unterwegs. Ich finde das gut. Und mir gefällt es sehr, das ist mein Leben. Ja, aber da müssen die anderen mitspielen, ne? Sonst geht's nicht. Ja, das müssen sie, genau. Okay, wer lässt sie nicht zu? Bei dir? Ich könnte auch antworten, meine Tochter ist jetzt 21, meine Frau ist im Augenblick in New York, ich bin in München, ich finde das sehr gut so. Ich bin nicht mehr so gerne unterwegs, ich bin nun auch älter als sie. Aber ich habe dann meine Höhlen, ich werde eigentlich immer langweiliger, was du das tägliche Leben betrifft. Das bedauert die Boulevardpresse. Ja, die Boulevardpresse, die findet sicher jemanden anderen, der noch bereit ist, sich da zur Verfügung zu stellen. Das ist auch das Schöne daran. Ich meine, man kommt, wir haben jetzt eine Tournee gemacht, 21 Kleinstädte haben wir kennengelernt. Man sieht plötzlich Seiten von Deutschland, die man sonst nicht kennenlernen würde. Was macht ihr da tagsüber in diesen Kleinstädten? Sitzen im Bus, wir lesen viel. Was ich an Alexandra schätze, ist, dass sie mir gute Bücher gibt und dass sie immer vor mir auf die Toilette muss. Sonst bin ich immer derjenige, der sagt, können wir bitte mal anhalten, ich muss pinkeln. Und die fährt mit ihrem Fahrrad durch die Gegend. Ich bin zu faul für ein Fahrrad. Und aber jetzt muss ich die Alexandra doch mal etwas Ernsteres fragen. Und zwar gerade also in der Filmindustrie und auch in der Fernsehindustrie, da ist ja dieses Thema Me Too richtig groß geworden jetzt in den letzten Monaten. Ja. Wie denkst du über das Thema?
Ja, ich bin eigentlich sehr froh, dass es so, so hochgeschwemmt wurde. Also ich habe 15 Jahre fest am Theater gespielt. Ich war jetzt nicht, sagen wir mal, sexueller Verführung, Missbrauch, war ich kein Opfer. Aber wohl diesen starken Hierarchien im Theater, aber auch im Filmgeschäft habe ich die gespürt. Da bin ich aber nicht so dicke drin. Ich war ja mehr am Theater. Also dieser Machtmissbrauch an Theatern, den habe ich auch stark gespürt, stark auch drunter gelitten, als ich jung war. Ich habe es aber immer als so selbstverständlich irgendwie abgetan. Und als dann nach MeToo irgendwie das auch in die Theaterwelt schwappte und das Burgtheaterensemble sich zusammenraufte, oder zumindest ein Teil des Ensembles, nicht nur der Schauspieler, sondern der ganzen Angestellten, und einen öffentlichen Brief schrieb. Und da dachte ich dann, ja, man hat nie so richtig drüber nachgedacht. Man hat es als so normal irgendwie hingenommen. Zum Glück passiert da was. Eigentlich passt das Stück gut. Es ist auch ein MeToo-Stück, letzten Endes. Diese Frau, ja, genau, löst sich im Stück von dem Paradigma der Unterwerfung. Und ich finde die Bewegung toll, klar. Absolut. Also, und ich habe da auch keine Angst davor, dass man jetzt irgendwie nicht mehr flirten dürfte. Oder, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, respektvoll die Menschen zu behandeln, auch wenn sie mal nicht gut sind, auch wenn ein Schauspieler mal nicht gut ist in der Rolle. Das kann natürlich passieren. Da wurde man immer mit Eimern voll Müll überschüttet und dann war man das schwarze Schaf und dann wurde, und alle waren froh, dass sie nicht das schwarze Schaf waren. Also war es einer, es war immer einer in der Produktion. Und es war schlimm und ich habe da wirklich auch drunter gelitten. Und ich bin froh, dass da, glaube ich, was passiert, dass man sich jetzt genauer überlegt, wie behandelt man die Menschen. Hätte ich auch als Intendant, bei dir hätte ich schon Angst, also übergriffig zu werden. Ich glaube, du bist zwar eine der schönsten Schauspielerinnen, die ich kenne, aber ich würde, ich hätte da Scheu. Ich glaube, dieser Machtmissbrauch ist es mehr, der mich so bewegt. Nicht mal wirklich nicht die sexuelle Belästigung, ja, die ich. Es geht ja wahrscheinlich auch um die Angst, nicht weiter beschäftigt zu werden, immer, wenn man sich dagegen auflehnt. Ja, total, genau. Und das ist da besonders, genau, da ist man besonders gefährdet in den Bereichen. Und weil es passiert in jeder Firma. Es passiert woanders auch, genau. Ja. Aber es war so selbstverständlich, dass es da eben immer um so was geht. Wir gehen zusammen was essen, ich erkläre dir die Rolle und du bist nett zu mir so ein bisschen, dann kriegst du auch die nächste. Es war so selbstverständlich irgendwie, wo man denkt, hey, das kann nicht sein. Genau. Also ich bin schon froh, dass sich da was tut. Ich hoffe sehr, dass sich da viel tut. Und du, als letzte Frage zu dem Thema, woran glaubst du, dass das so lange gezögert wurde, sich dagegen aufzulehnen, wenn solche Situationen entstanden sind? Ja, das frage ich mich auch, warum in dem Bereich diese Bestechung, diese Korruption auf einer anderen Ebene so selbstverständlich war. Ich habe da ja auch nie dran gezweifelt, erstaunlicherweise. Man hat natürlich keinen Personalrat als Künstler oder man hält an Theatern, hat man ihn irgendwie, aber man geht da nicht hin und beschwert sich. Man ging da nicht hin. Ich muss es mir ja selber zum Vorwurf machen, warum man es nicht getan hat. Ja. Ich hoffe, da ändert sich einiges. Ich kämpfe seit, ich bin kämpferischer Feminist, seit 40 Jahren. Also ich würde diesen Männern die Schwänze abschneiden. Ich finde es unerhört. Ich finde sowieso, die Frauen sollten an die Macht. Wir Männer haben, wie gesagt, 30.000 Jahre lang bewiesen, dass wir nur Scheiße bauen. Und jetzt sollte mal die andere Hälfte der Menschheit zum Zuge kommen. Okay. Also ich sage nur, Weiter so. Setzt euch gegen diese Art von Männern durch. Wenn man jetzt noch mal tiefer in die Film- und Fernsehszene so reinguckt, die ist ja, jetzt mal von MeToo abgesehen, männerdominiert. Also, Film- und Fernsehszene? Ja. da gibt es ja auch so eine Bewegung, auch von den Frauen, dass man das wenigstens mal thematisiert, um einfach mal zu gucken, warum kommen die Frauen eigentlich nicht hoch? Und es gibt schon sehr viele gute weibliche Regisseurinnen, es gibt Oscar-Preisträgerinnen. Aber es gibt auch die Quote mittlerweile, auch klar, bei den Regisseuren eben auch. Und, zu Recht schon auch, weil sie
also ich glaube, mehr Probleme haben, weil man dem Mann immer noch mehr abnimmt, dass er ein guter Regisseur ist, dass er eine Gruppe von 30 Menschen eher im Griff hat als eine Frau, was natürlich totaler Quatsch ist. Insofern ist die Quote, finde ich, absolut richtig in allen natürlich Bereichen. Ist die Quote richtig, ist natürlich bei der Schauspielerei ein bisschen schwierig. Am Theater ist es ja 70-30, die Rollenverteilung in den klassischen Rollen 70 Männer, 30 Frauen. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Aber ich finde, in allen anderen Bereichen, eben bei den Regisseuren auch so, finde ich die Quote absolut richtig, um denen mal um den also auch die Chance ja zu geben, da reinzukommen. In TV-Bereichen, ich meine, in den Telenovelas ist die Quote, glaube ich, 50-50. Ja? Da brauchst du für jeden, damit die Leute miteinander knutschen können in der Telenovela, brauchst du halt meistens einen Mann und eine Frau. Oder zwei Frauen oder zwei Männer, aber geknutscht werden muss. Und da gibt es keinen Quotenunterschied. Das tun Männer genauso oft wie Frauen. Also es ist schon so, dass in den Hierarchien, wie du sagst, und auch den Zielgruppen. Ja. Jetzt müssen sie natürlich, wenn du als Zielgruppe Leute unter 20 hast, ja, hey, dann kannst du nicht mehr mit diesem Genderverständnis daherkommen. Also ich glaube schon, da wird sich allmählich was verändern. Das entwickelt sich auch von unten her. Aber Alter sprichst du an. Bei Frauen sieht man deutlich, also über 40, 50 werden die Rollenangebote weniger. Wie geht man da um als weibliche Schauspielerin, wenn man da einfach die Faktenlage so sieht? Ich habe mich noch nicht gewehrt dagegen. Das ist wahrscheinlich auch ein Fehler, wie auch. Es ist so, wie es ist. Und nach wie vor muss man sich die Rollen so aussuchen, wie sie einem liegen und gefallen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es weniger wird. Also für mich ist es eher so, dass ich jetzt nicht weniger beschäftigt bin als früher. Das sind halt andere Rollen. Ich muss jetzt halt gucken, in welches Fach rutsche ich jetzt so mit Mitte 50. In die verrückte Alte, die Sekretärin, im Professor T. oder so. Sowas finde ich ganz toll. Ich liebe es. Du wärst eine knallharte Kommissarin. Die schrägen Rollen, die mag ich, mochte ich immer am Theater und ich mag sie auch jetzt. Eine schräge Kommissarin für dich spielen, für dich schreiben. Genau, die schrägen Frauenrollen, die könnten mehr werden, unbedingt. Also da habe ich total Spaß. Komödie ist auch dein Fach. Du hast das Lächeln von Jane Fonda und die Beweglichkeit von, was weiß ich. Gibt es so ein Vorbild, zum Beispiel so eine Schauspielerin, wo du sagst, an der könnte ich mich orientieren? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht so ein. Nee, ich versuche... Bergmann Schauspielerin? Nein. Zu unterworfen? Nee, nicht so richtig Vorbild. Komikerin? Bette Davis? Okay, welche sitzt denn bei dir? Meine Vorbilder? Nein. Früher sah ich aus wie diese Psychopathen, wie Anthony Perkins. Nein, du sahst früher aus wie ein hübscher Junge. Also alle Frauen, die dich erinnern, aus der Zeit, die sagen, das war dieser super aussehende... Ich war der hübscheste Junge Europas, ja. Das war ich aber leider Gottes auch bis 45 Jahre. Also da bin ich nicht stolz drauf. Es hat mir auch nichts gebracht, letzten Endes. Man hat mich ja, wie Billy Wilder sagte mal, was ist das, ein Star? Ja, die Kamera mag ihn halt. Ja. Ich sah gut aus, ich war sowas wie ein seltenes Tier und ich habe dann, war hübsch. Und als schauspielerisches Vorbild? Ja, das sind eben auch diese schrägen Typen, Anthony Hopkins? Anthony Hopkins nicht, nee. Ich fand dich ja damals in dem Tatort als Pädophilen. Ich glaube, der erste Kölner Tatort. Das war für mich so eindrücklich. Da habe ich dich so richtig wahrgenommen. Wie cool ist diese Rolle? Da dachte ich wirklich, Wahnsinn, das war richtig toll. Naja, Anthony Perkins war auch nicht schlecht in Psycho. Hm? Nein, das ist schon gut. Also dieses Äußerliche, das ist natürlich bei Schauspielern immer ein Thema. Ne? Also man guckt sich wahrscheinlich morgens immer auch intensiv an und schaut, wie sehe ich ihn gerade aus oder bin ich das noch? Oder, ja? Nee. Jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst. Ah, jetzt geht's los. Jetzt könntest du mein jüngerer Bruder sein, aber du hast was von Harald Schmidt. Du hast was von Harald Schmidt, natürlich.
Ja, aber das hilft unserem Gespräch jetzt auch nicht weiter. Doch, du hast auch den Witz und du kannst das Gespräch führen und gehst doch auf den Blödsinn ein, den die anderen sagen. Das ist jetzt nett, dass er das sagt. Ja. Ja, das ist der denn dein Vorbild? Der Harald Schmidt. Also der hat mit Sicherheit neue Dinge. Und was er auch gut kann, ist, dass er dann die Rollen wechselt, der Mathieu. Der wird dann zum Frager. Also wenn man ihm Fragen stellt, dann fängt er plötzlich an, den, der eigentlich die Fragen zu stellen hat, selber Fragen zu stellen. Aber auf Harald Schmidt kann ich dir antworten. Der hat mit Sicherheit was ganz Neues im Fernsehen aus Amerika adaptiert. David Letterman war sein großes Vorbild. Aber er hat das europäisiert, würde ich mal sagen, und dadurch eine Fangemeinde gehabt, die sich für den Fernsehsender nie gerechnet hat. Ja, also der hat nie von den Einschaltquoten her einen Gewinn für Sat.1 oder für die ARD sowieso nicht gemacht. Aber er war einzigartig oder ist einzigartig. War. Alle großen Komiker, die Deutschen haben den Humor ja erst vor 20 Jahren erfunden, nicht? Oder kennengelernt. Ist ja kein Komiker. Die meisten kamen, ist ja auch ein Satiriker. Oder? Satiriker. Ja. Die kamen alle Komiker aus dem Kölner Raum. Alle. Ja. Viele, genau. Außer meinem Freund. Heißt er denn? Gottfried Fischer. Gottfried. Ja. Ja, nein, wir haben hier in Bayern sehr gute Kabarettisten. Also ja, das ist ohne Ende. Von Polt angefangen, unendliche viele andere. Größter Wendepunkt in deinem Leben? Ich meine, auf der einen Seite dieses französische, deutsche, internationale Filmgeschäft und wann war der Wendepunkt? Die größten Wendepunkte in meinem Leben waren erstens die Geburten meiner Kinder und zweitens, dass mich alle drei Frauen, mit denen ich zusammenlebte, rausgeschmissen haben. Drei Frauen? Drei Wendepunkte, ja. Kannst du ihm helfen? Weißt du, woran das liegt? Ich habe auch schon mal zu dir gesagt, wunder dich nicht. Dass ich da mich wundert es nicht, habe ich mal gesagt. Witz natürlich. Ja, das war ein Witz, ja. Ja, nicht, dass sie dich da aus der Komödie rausschmeißt. Ne? Nein, aber das kann sie nicht. Dann muss sie alleine spielen, dann wird es langweilig. Ja, das stimmt. Obwohl der Sue jetzt ein Stück für eine Person geschrieben hat. Ja, tolle Idee. Aber das ist natürlich auch für die Person, die das spielt, eine riesige Herausforderung. Also das ist ja das, was ich an Kabarettisten so bewundere, dass die da alleine stehen und dann, erstens, wie man sich das merken kann alles, aber das macht ihr beide ja auch. Also ihr merkt, wie lange... Ja, die Kabarettisten schreiben ihren eigenen Text. Aber wie lernst du deinen Text? Also ich bin wirklich jedes Mal beeindruckt, wenn ich Schauspieler sehe und die machen da so anderthalb Stunden Theater und können das also auch immer wieder so wiederholen, fehlerfrei. Auf jeden Fall im Gehen und in der Bewegung oder beim Schwimmen oder wie auch immer. Nicht im Sitzen, auf gar keinen Fall. Man muss sich bewegen, das Gehirn aber muss sich... Aber beim Schwimmen kannst du ja den Text nicht mitnehmen. Ja, nee, da macht man es dann nochmal so durch und geht das nochmal so durch. Wir haben es zusammen, wir haben viel zusammen gelernt. Am liebsten in der Situation. Mm. Indem ihr das miteinander so spielt. Ja, genau. Monologe sind natürlich, es gibt ja also nicht nur bei Kabarettisten, aber es gibt ja auch klassische Monologe. Ich habe mal Fräulein Else von Schnitzler gespielt und ich fand es schrecklich traurig. Das war so, ich meine, man ist eh einsam auf der Bühne in seiner Figur und das ist auch sehr toll. So, auch wenn man zu zweit oder zu zehnt auf der Bühne ist, ist man irgendwie einsam. Aber im Monolog ist man so schrecklich einsam, dass ich richtig gelitten habe. Vor allem in der Vorbereitung, in der Garderobe dachte ich, keiner da, mit dem ich reden kann und gleich alleine auf die Bühne. Ich fand es nicht so toll. Also mindestens zu zweit. Gab es da wenigstens eine Soufflöse? Ja. Denn das ist ja schrecklich, wenn man da alleine steht und plötzlich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ja, aber man hilft sich ja immer. Wir hängen auch manchmal und improvisieren dann und helfen uns besser, als wenn die Soufflöse reinruft. Dann ist es ganz doof. Weil so merken das die Leute gar nicht, wenn wir irgendwie so ein bisschen wursteln. Wir wursteln uns manchmal. Jetzt nicht mehr so, aber am Anfang natürlich schon. Das ist wie beim Tennis. Mal geht ein Ball daneben. Und er fliegt ins Aus. Und meist ist man besonders gut, wenn man hängt. Machst du einen neuen Aufschlag? Weil dann ist man so in der Situation, und dass man einfach, dann ist der Text wurscht. Dann spielt man ganz, ganz toll, ganz intensiv. Also ich finde das immer ganz positiv, wenn man mal... Viele Schauspieler geben dann dem Partner die Schuld. Ne? Wenn man selbst hängt, sagt man... Man denkt es auch wirklich, weil man macht alles und denkt, ja, sprich doch, du hast doch was zu... Ich bin's.
Und am allerschlimmsten ist, wenn man in so einen Loop gerät. Das hatte ich mal zu viert auf der Bühne. Und wir spielten und spielten und kamen wieder beim Gleichen raus und spielten nochmal und kamen nochmal beim Gleichen raus. Und dachten, irgendeiner, da musste die Soufflöse dann reingehen und sagen. Aber ich glaube, deswegen gehen die Leute auch ins Theater. Deswegen gehen sie Leute auch ins Theater, weil sie sehen wollen, dass was schiefläuft. Ja. Dass was umfällt. Das sind die intensivsten Momente. Ja, ja. Da steht ja, also die sind, Luft. Das sind mit Sicherheit spannende Momente, weil man dann natürlich auch vom Schauspieler mal wirklich was erwartet. Wie ist die Improvisationsfähigkeit auch und so. Ne? Ja, ja, ja. Aber dabei habe ich mich noch nie erwischt, wenn ich ins Theater gehe, dass ich mir überlege, hoffentlich geht was schief. Aber nein, ich bin... Wenn es am spannendsten war, wenn du zugeguckt hast, dann ist bestimmt was schief gegangen auf der Bühne. Dann wird es nämlich... Dann hier ist irgendwas los. Und man soll immer, wenn es am spannendsten wird, zu einem Ende kommen. Und wir sind an dieser Stelle am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Vielen Dank. Danke. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoofen.